Guten Tag, wir sind Geeks Live Luxemburg auf der Animagic und wir stehen hier mit Seiji Mizushima. Das ist der Regisseur von Concrete Revolution, einer Anime-Serie, die nächstes Jahr bei KSM rauskommt. Er hat auch an anderen Animes Regie geführt, wie Shaman King, Gundam und natürlich Full Metal Alchemist. Und wir wollten fragen, wie war das Arbeiten an den Serien? Shaman King, Gundam 00. Hallo, ich bin der Regisseur Seiji Mizushima, der für diese drei Serien verantwortlich ist. In der Reihenfolge habe ich zuerst Shaman King gemacht, dann Fullmetal Alchemist und als drittes Gundam. Also ich bin der sozusagen bei allen dreien als Regisseur involviert gewesen und alle sind sozusagen von einer Länge, die in Japan ungewöhnlich ist, und zwar länger als ein Jahr. Dass ich sozusagen Regisseur von allen drei Serien sein durfte, das empfinde ich als eine große Ehre. Von den neueren Projekten, die er macht, was kann er uns darüber erzählen? Mein neuestes Werk trägt den Titel Concrete Revolution. Dieses Werk stellt ein Japan der 60er Jahre dar, also der 40er Jahre der Showa-Ära, die wir umgetauft haben in Shinka, also ein fiktionales Showa. Und eine große Anzahl an Übermenschen ist sozusagen in dieser Serie, stellen die Charaktere dieser Serie. Es ist eine Hommage an viele japanische Helden, Anime-Helden der Showa-Ära, und diese Helden treffen sozusagen zusammen mit verschiedenen Wertvorstellungen und auch verschiedenen Auffassungen davon, was Gerechtigkeit ist. Es ist also ein Werk, in dem Fiction und Non-Fiction zusammenkommen, und ich würde mich freuen, wenn sozusagen die Zuschauer sich ein bisschen in diese Richtung vielleicht informieren oder auch interessiert sind, darüber zu erfahren und das Werk dann als solches auch genießen können. Von allen Animes, wo er mitgearbeitet hat, gibt es etwas, wo er gerne eine Fortsetzung machen würde? Ja, ich mag alle Werke gleich gern, und wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich ganz gern eigentlich bei allen Werken eine Fortsetzung machen. Man könnte vielleicht sagen Gundam 00, davon würde ich ganz gern eine Fortsetzung machen, weil sich sozusagen die Produktion dieses Werks in 10 Jahre jährt, nächstes Jahr. Und Expelled from Paradise, dazu würde ich auch ganz gern vielleicht eine Fortsetzung machen. Von allen Animes, die es gibt, was ist Ihr persönlicher Favorit oder etwas, was Sie generell inspiriert hat? Also ich habe zum Beispiel bei Evangelion mitgearbeitet, ja, früher, und das war für mich schon ein Wendepunkt auch in meiner Karriere, und deswegen würde ich sagen, dass das eins der Werke ist, das ich wirklich am liebsten mag. Und natürlich Gundam. Letzte Frage wäre, wie gefällt Ihnen denn eigentlich auch die Animagic? Ich mag vor allem die Cosplay-Area, also das ist irgendwie sehr schön mit der ganzen Natur, und Bonn als Stadt ist auch sehr ruhig, was ich eigentlich auch sehr gerne mag. Die Fans sehen alle sehr glücklich aus und lächeln und sind so ein bisschen wie Japaner eigentlich, sehr, sehr ruhig und sehr höflich, und das mag ich sehr, sehr gerne. Ich war das letzte Mal vor 7 Jahren da und ich freue mich auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Sage ich vielmals danke für das Interview. I'm ready, 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 I'm ready,